Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII, dem Remake. Ja, warum? Warum ist die Banane krumm? Warum Final Fantasy VII? Warum jetzt? Gibt's schon was Neues? Nein, es gibt schon was Neues. Zwar noch nicht die zweite Episode oder den zweiten Teil von Final Fantasy VII, der zwar kommt dann irgendwann mal. Aber es gibt so eine Art kleines Geschmäckle. Es gibt so ein kleines, so ein kleines DLC. Dieses Intermission-Update, sagen wir mal, dieses Intermission-DLC. Und zwar gab es jetzt, also Final Fantasy VII gibt es ja jetzt seit neuestem auch auf der PS5. Und dazu gab es natürlich ein Grafik-Update. Und im Zuge dieses Grafik-Updates gab es eben halt auch dieses DLC, dieses Intermission-Update. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Da sind wir jetzt nämlich schon gerade jetzt quasi drin. Es ist abgekapselt von der Hauptstory. Na, also hier haben wir halt die Hauptstory drin. Da habe ich übrigens auch schon den alten Spielstand raufgeladen, den wir von der PS4 noch haben. Den habe ich auch schon auf die PS5 portiert, sodass wir da auch nochmal weiterzocken können. Das wollte ich ganz gerne nochmal machen. Ich wollte vielleicht die eine oder andere Mission vielleicht nochmal gespielt haben, um vielleicht hier und da nochmal ein paar Skills vielleicht dran zu kriegen oder nochmal ein paar extra Punkte nochmal anzukriegen, weil ich hatte nämlich bei anderen Let's Playern gesehen, dass sie teilweise auch noch andere Waffen bekommen haben, weil sie eben halt ein paar Sachen gemacht haben, die ich eben nicht gemacht habe. Und das würde ich ganz gerne nochmal nachholen, eventuell. Mal wenn ich mal gucken, ob ich dran denke. So, aber wie dem auch sei, wir sind heute bei Intermission. Intermission. Das ist eben halt nochmal eine Story in der Story. Und der, wo auch ein neuer Charakter hinzugefügt wird. Das werden wir uns auch gleich alles angucken. Ich spiele das. Intermission ist schon eine ganze Weile draußen, deswegen haben das wahrscheinlich die meisten von euch schon gesehen. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich das eben auch nochmal zocken. Weil davon abgesehen, dass ich es auch selber bis auf die ersten 10 Minuten oder so noch gar nicht gespielt habe. Eine Viertelstunde vielleicht eher. Ich habe da schon ein bisschen was gesehen und es beinhaltet wieder einiges und da werden wir wieder reingucken und das werden wir let's playen und das werden wir uns anschauen und ich freue mich drauf. Wir werden allerdings natürlich nicht die Spielstands fortsetzen, sondern wir werden natürlich ein neues Spiel beginnen. Ist doch ganz klar. Kamera-Vibration, ich glaube, das lassen wir alles. Das muss eigentlich alles auf Standard sein, wie es sich gehört. Und wir machen ein neues Spiel mit den Standard-Einstellungen, würde ich sagen, normal. Auf klassisch wollen wir nicht, wir wollen auf normal, ne? Die anspruchsvolle Kämpfe bevorzugen. Naja, normale halt, ne? Also einfach muss es nicht sein. Aber wir machen einfach normal auf normal. So, und auf geht's. Verstehe ich das richtig? Interessant. Das soll irgendein Test sein, oder? Ihr traut euch ja was. Hm.
Ach, irgendwie habe ich es so ein bisschen vermisst. dieses japanische, überdramatische Spiel, ne? Aber finde ich cool. Es ist halt Final Fantasy, ne? Aber ich meine, ganz ehrlich, in anderen Spielen würdest du so einen Charakter vielleicht nicht unbedingt ernst nehmen. Yuffie, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dich kennenzulernen. Herzlich willkommen beim Final Fantasy VII Remake. Ja, die wird sicherlich auch eine etwas größere Rolle spielen. Ach ja, wenn in der zweiten Episode, ich weiß nicht, wie kann man das nennen, auf jeden Fall im zweiten Teil von Final Fantasy VII. Wenn dann mal irgendwann irgendwie kommt. Na, irgendwann wird er garantiert kommen. So, erster Kampf. So, also wie gesagt, die erste Viertelstunde, ich habe schon ein bisschen gespielt. Das heißt, ja. So, weiter geht's. So, Jungs. Drücke Dreieck, Knüppel, Schuriken, die Gegner zu werfen. Schuriken. Okay. Werfen. Was ist denn jetzt? Das wollen wir nicht. Ein ekligen Kram. Achso, der andere war auch schon kaputt. Ich dachte, der war noch am Leben. Dann jetzt eben halt nicht mehr. So, wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Habe ich erstmal ein bisschen eingeschenkt gekriegt. Das finde ich gar nicht lustig. Kann auch entfernte Shinra-Fachkisten mit Dreieck zerstören. Behalte Augen, weil der. Okay, alles klar. Ach, so eine Waffe bräuchten wir auch mal für andere. Für die anderen Teilnehmer. Wir können schön auf entfernten wieder ein paar Kisten öffnen. Brauchen wir nicht jedes Mal überall hinlaufen. Ja, an der Grafik muss ich noch ein bisschen feilen. Also wenn man, glaube ich, genau hinguckt, dann sieht man, dass Grafikqualität nicht so der entspricht, den ich mir wünschen würde. Also sprich 4K. Das ist ein bisschen... Muss ich mal gucken, wie ich das mit Aufnehmen mache. Huch. Weil sonst werden nämlich auch die Videos ein bisschen zu groß. Dann muss ich irgendwie so eine... Muss ich mal sehen, dass ich mal irgendwie so einen kleinen Zwischenweg finde, dass ich ein bisschen bessere Bildqualität bekomme. Aber dann auch eben Platz sparen für die Festplatte, weil sonst ist ein Video, keine Ahnung, wie viele Gigabyte groß. Na, ich glaube, da sollte ich mich mal ein bisschen heilen, vorsichtshalber. Mal gucken, ob er für den Fertigkeiten. Wirbelsturm. Wollen wir ihn mal ein bisschen nerven? Oh, komm runter, du Vieh, du. Oh, da habe ich mir ein bisschen was einschenken lassen in den letzten zwei Kämpfe. Das gefällt mir so nicht. Das wollen wir so nicht. So, Magie. Zack. Uns mal einen reindrücken hier. Und immer den Mogris nach. So, da muss aber noch mal Materia. Da müssen wir aber noch ein kleines Stückchen gehen. Mogri.
Ordnung? Hallo? Ja, Ihnen geht's bestens, würde ich sagen. Reunion. Alter, dass der in dem ganzen Fummel nicht warm ist, ne? Ich muss den Lift runterholen, damit ich... Na, besser den Lift als... Ach, alles anders. Gut, ja, so. Los, Aufzug, komm runter da. So macht man das. Das läuft ja wie geschmiert. Lasset mich ein. So. Und dann fahren wir die Diege nach oben. Eingepackt. Ich weiß nicht, wie man so noch kämpfen kann in den Klamotten. Abgesehen von der Mütze, ganz zu schweigen. Oh, moin. Ich sehe nichts. Der immobilisiert schon wieder. Mann. Aber das Problem ist, dass wir ein bisschen zu nah dran waren in den Eiernacken hier. Schon zweimal schnappen lassen. Das ist mir beim ersten Durchlauf nicht passiert. Oh, hier ist nichts weiter zum Sammeln. Dann gehen wir mal hier drüben. Muss ja irgendwo noch die Materia sein. Ach, da drüben. Ah, alles klar. Kann man schon mal den Aufzug rufen? Mach ich auch noch wer zum Verprügeln? Ja, aber eine Kiste. Zwei Supertränke. Nichts versteckt. Aber den nehmen wir natürlich gerne mit. Wir können allerdings gleich mal gucken. Wollte ich das jetzt gerade aufnehmen, Materia. Ich glaube, wir gucken können wegen der Waffenmodifikationen, mein Gott. So, Waffenmodis. Juffi! Juffi. Schuriken! So, da können wir doch gleich mal gucken, ob die schon das Waffen-Upgrade hat. Schurikenkerne. So. TP Maximum. Meister die erforderliche WP. FP-Bonus. Physische Attacke ist auf jeden Fall schon mal lecker. Magische Attacke 3. TP-Maximum. Ich würde mal sagen, wir machen dann noch TP-Maximum. So. Und dann war es das auch schon hier wieder. Und dann gucken wir noch mal Ausrüstung und Materia. Ach so, da haben wir sogar schon noch einen Platz frei. Guck mal, das hat sie aber schon, da hat sie aber schon einiges dabei. Meine Fresse, Glut wäre vielleicht auch nicht so ganz verkehrt. Heilen hat sie dabei, Glut hat sie dabei. Frost, Gewitter, Zerstörung, magische Verkettung. TP-Boost. Könnte man auch nochmal vielleicht skillen. Plus 10% ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Dass, wenn wir das erstmal ein bisschen skillen, vielleicht kriegen wir da so ein bisschen... Vielleicht kriegen wir da so ein bisschen Dampf hinter. Mal gucken. Geht ja nicht zu beskillen. Oh, geht's so lang? Ist das alles runtergekommen hier? Muss ja links aus sein, Juri. Ich dachte immer, Midgar wäre so eine strahlend schöne Großstadt. Ja, da oben. Bin fast enttäuscht. Die Stadt fällt noch auseinander, bevor Wutai einmarschieren kann. Nicht hier unten in den Slums, Juri, glaube ich. Ein Kraftreif. Ein Kraftreif, warte. Können wir gleich mal gucken. Können wir gleich schauen. Ein Kraftreif. Ne, Moment, das müssen wir hier gucken. Waffenmodis. Ne, war das hier? Ne, wo war denn das? Ausrüstung Materia. Das muss doch hier sein. Achso, okay, alles klar. Ninja-Reif. Kraftreif. Wäre sogar besser. Okay, dann nehmen wir den nochmal Gau. Dann ein bisschen mehr Wumms. Moment. Ninja-Armreif ist der. Kraftreif.
Ja, okay, dann hatten wir noch gar keinen. Stand er ja, glaube ich, aus. Ne? War, glaube ich, auch durchgestrichen. Wisst ihr mal, dann haben wir gleich wieder ein paar Punkte mehr. Brav, alle Kisten zerstören, wie man so macht. Ist hier irgendwie noch was? Oh ne, sah so aus, als wenn man darüber springen sollte, aber nein. Und die Leiter hoch. Ja, die Musik ist echt geil geworden, ne, muss ich sagen. Das war ja schon im Haupttitel, im Hauptspiel ja schon so. Wenn man so das Gedüdel von früher noch kennt. Da drüben war, glaube ich, gerade ein Kampf oder so. Lass mal hier schauen, ist hier noch irgendwas? Ich muss ihm helfen. Ja, okay, oben rechts. Blockiert. Na, super. Komm runter. Ah, treffe Shuriken im Flug auf ein Hindernis, prallte ab, versuche dann von einer Position aus neu zu treffen. Okay, alles. Also wir müssen wahrscheinlich nach oben klettern. Na, ja, ja. Dann klettern wir nach oben. Habe ich gesagt, nach oben. Wie? Ah, von hier aus können wir treffen. Und zack. Und da haben wir eine Beuge. Sehr gut. Und hinab. So gegen die beiden Jungs habe ich auch schon gekämpft. Wir müssen tatsächlich schon aufpassen. Hey. So, kommen sie ran. Ah, bei dem beiden müssen wir tatsächlich mal schon aufpassen. Au. Oh, ja, siehst du, und deswegen kriegen wir auch gleich die Dinge auf die Fresse. So, Vita können wir uns vorsichtshalber schon mal geben, vorsichtshalber. So, wer greift jetzt dieses an? Ich verpulle ich doch mal gleich ein. Fertigkeiten. Was nehmen wir denn? Wirbelschirm, Flammen, Jinjitsu. Kann sie aus Distanz einsetzen. Okay, warte mal. Das probieren wir doch gleich mal aus. Oh, Fertigkeiten. Na, dann ist wir mal. Scheiße. Kehlenbiss. Ja, das war wohl nichts mit Kehlenbiss. So, Fertigkeiten, jetzt haben wir einen Doppelten sogar. Gewitter, ach so, okay. Luftgewitter. Ich habe jetzt beide nicht gescannt. Aua. Okay. Fertigkeiten. Oh, das hat aber ordentlich getroffen. Aua! Ist... Nein, ist nicht gut, das finde ich nicht nett. Werden wir noch mal ein bisschen einen reinpulvern hier. Oh, komm mal ran. Na komm. Oh Mist. Oh Mann. Nein, noch ein Mist. Ich will nicht sterben, nein! So. Oh, da habe ich mir auch wieder ein bisschen schwer getan. Immer so. Nicht mal ein Danke? Was willst du denn von mir? Er braucht auch mal einen Trank oder sowas. Willst du mir nicht noch was sagen? Witz erzählen oder sowas? Nein. Nimm das! So, mal
gucken, ist hier noch irgendwas Leckeres zu finden? Hier können wir gleich nochmal hochklettern, das können wir machen. Lass mal hier schauen, ob hier noch was ist. Nein, da ist nichts. Manchmal sind ja immer hier und da versteckte Kisten. Da muss man mal ganz genau gucken, weil da können ja auch interessante Waffen nicht drin sein. Hier schönes. Was wollen wir jetzt hier oben? Achso, habe ich gar nicht gesehen, dass da noch Materie liegt. Luft! Luft haben wir geholt. Na, Mensch. Sehr schön. Weiter geht's. So, bevor ich weiterziehe, willst du mir nicht doch noch irgendwas sagen? Ich glaube, du musst einfach nur aufs Klo. Habe ich so ein Gefühl. Okay. 1000 Gil. Na. Damit kann man noch arbeiten. Nichts. Ja, das ist mal ein Bild, würde ich sagen. Super Trank. Ach, da ist der nächste. Muss irgendwo ein Nest sein. Und Jungs, dieser sieht echt nicht sehr bereichert, habe ich gesehen. Sieht echt nicht gut aus. Naja, ich hab's verstanden. Mann im schwarzen Anzug, Genova. Wie seltsam. Ja, allerdings, da hast du wenigstens recht. Diese japanischen Spiele, wie ich es ja schon immer sage. Komplett überdreht. Aber das mag man ja auch an solchen Spielen, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen. So, das kommt mir doch irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Nicht, dass er wie diese komische... Was war das? War das so ein so mutierter Wolf oder was war das? Ne? Oder mutierter Hund oder keine Ahnung, was das war. Das war doch schon so ein komisches Viech. Ich hab mich wohl langsam an den Gestank hier gewöhnt. So fängt das an. Und ehe man sich's versieht, hat einen die Stadt in ihren dreckigen Griffeln. Ja, ich aber auch. Nicht mit mir. Das werden wir sehen, Jovi. Ich sollte aufhören, mit mir selbst zu reden. Ja. Aber ich kenne das. Weil als Let's Player quatscht man immer mit sich allein. So, da geht's also lang. Ich wollte mal durch die Höhle. Da war, glaube ich, noch eine Höhle auf der rechten Seite. Wenn ich mich so richtig daran erinnere, zumindest an ins Hauptspiel, das ist ja auch schon ein bisschen her. Ich glaube, das ist mit einer der ersten Kämpfe, die wir hier gemacht haben in dem Areal. Da waren wir, glaube ich, sogar öfter. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Das war, glaube ich, so der Zeitpunkt, wo wir das erste Mal... war das nicht sogar der erste Bosskampf? Ich meine, das war sogar der erste Bosskampf, den wir hier gekämpft haben. Ich weiß es nicht mehr. Ach, guck mal, hier ist noch Materie, siehst du? Und dass wir noch nicht weitergelaufen sind. MP-Boost. Ja, ja, das waren noch Zeiten. So, hier kommen wir nicht lang. Okay. Oh, da ist noch was. Sind noch Kisten, das nehmen wir natürlich gerne mit. Ah, okay. Dann kommen wir in die Slums. Aber die Slums, also ich meine, das müsste dann noch eigentlich vor den Ereignissen im Hauptspiel gewesen sein, weil hier gibt es ja die Slums ja noch. Normalerweise würde hier die Plattform hier irgendwo drauf liegen. Das war ja im Hauptspiel so. Dass nachher durch die Explosion oben auf der Grundplatte
Also da ist ja eine von den Platten, glaube ich, runtergestürzt. Und das ist ja noch alles intakt. Also müssen wir uns ja noch an einem Punkt befinden, wo eben noch alles gut ist. Sag mal, wo kommst du denn her? Bist ja, von hinten. Ja. Aber wir können gar nicht quatschen. Okay, schau. Oh. Was heißt hier? Oh, das heißt guten Tag, junges Fräulein. Seit dem Vorfall sind die Ungeheuer seltsam. Sei also vorsichtig. Seit dem Vorfall? Okay. Frag sie nur, was für ein Vorfall das gibt. Wenn du in die Sache verwickelt ist, bedeutet das nichts Gutes. Okay. Haben den Reaktor einfach so in die Luft gejagt. Reaktor, ah, alles klar. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten können. Hm. Seien Sie daher bitte ganz unbesorgt. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleichliche Brennstoff wie schon im Marco-Reaktor 1 verwendet wurde. Wie toll! Und das war also Avalanche? Nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Aber das kann ich besser. Yuffie? Wer bist du denn? Er hat auch so eine Mütze, das war. Hey! Hä? Da ist ein Mogri! Du bist von Ever. Ich bin GJ. Folge mir. Oh, warte auf mich! Aha. Okay, dann müsste das also... Sag mal, wieso hast du mich eigentlich nicht abgeholt? Dachte, die Leute aus Doppel-W wären super ausgebildete Krieger. Das heißt noch lange nicht, dass ich weiß, wo ihr euch versteckt. Und was meinst du bitte mit Doppel-W? Das ist ein Codename. Für Leute wie dich und deinen Partner. Echt? Oh, das ist Materie. Hätte aber nicht gedacht, dass man uns ein Kind schickt. Gleich klatscht es, aber kein Beifall. Aber ein niedliches Kind. Ha! Und darüber soll ich mich jetzt freuen, oder was? Was soll ich da noch sagen? Die Klappe kannst du halten. Da sind wir. Los, rein mit dir. Los, rein mit dir, ja genau. Aber trotzdem, vorher noch, sei noch eins gesagt, dann müsste das ja kurz nach den Ereignissen spielen, als wir haben ja, das war ja unsere erste Mission als Cloud, mehr oder weniger. Ja, was heißt mehr oder weniger, das war unsere erste Mission. Wir haben ja, wir sind ja mit dem Zug, sind wir ja dahin gefahren und haben dann als Cloud ja einen Sprengsatz gesetzt. Wir haben zwar den Reaktor letztendlich nicht in die Luft gesprengt, das war ja Shinra letztendlich, aber wir waren ja dabei und das muss also... kurz nach dem Anschlag gewesen, also kurz nachdem der Anschlag gewesen ist, wo Cloud jetzt quasi noch oben auf der Platte ist, in der Nähe vom Reaktor, da müsste Yuffie jetzt hier angekommen sein, sodass wir in etwa so denselben Zeitstrang haben. Also das war jetzt nicht danach. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier ein kleines Päuschen. Wir gucken gleich mal, was Avalanche zu erzählen hat. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zur nächsten Folge Final Fantasy Intermission. Macht's gut, bis dann. Tschüss.